Du gehörst vermutlich zu denjenigen, die schon ganz viele Fort- und Ausbildungen gemacht haben, die sich schon ganz viel Wissen angeeignet haben, autodidaktisch Wissen angeeignet haben, durch Kurse und Seminare Wissen angeeignet haben und fragst dich, warum gelingt es mir nicht, mein Leben wirklich jetzt mal so zu gestalten, wie ich es eigentlich aus dem ganzen Herzen möchte? Warum gelingt es mir bis eben nicht, meinem Herzen zu folgen, mein eigenes Ding zu machen? Und darüber würde ich gerne mal mit dir sprechen. Wir sind so Meister darin, uns Wissen anzueignen. Das ist eine ganz, ganz tiefe Konditionierung in uns, aus dem Schulsystem, ohne das jetzt in Frage zu stellen oder zu bewerten oder zu beurteilen, nur zum Bewusstmachen. Wir haben einfach gelernt, und das ist diese tiefe Konditionierung in uns, immer wieder Wissen, 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 Wissen anzueignen. Wie wäre es, wenn es mal darum gehen würde, das Wissen, was du dir bis eben schon angeeignet hast, wirklich mal dahingehend zu meistern, dass du es auch mal wirklich, ja, in dein Leben integrierst? Was meine ich damit? Du hast dich sicherlich schon mal mit Glaubenssätzen beschäftigt. Und wenn ich jetzt von Glaubenssätzen spreche und sage, lass uns mal darüber noch mal näher hinschauen, dann kann ich mir gut vorstellen, dann denkt so eine Instanz in dir, ja, mit meinen Glaubenssätzen habe ich mich ja schon beschäftigt. Das Ding ist aber, es nutzt wenig, wenn wir morgens mal hingehen oder einmal hingehen und schreiben uns unsere Glaubenssätze auf und drehen die einmal um, was wir eigentlich wirklich glauben wollen, aber den ganzen lieben langen Tag, um es mal so auszudrücken, beschäftigt sich der Kopf wieder mit dem, was gerade nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Was senden wir damit ans universelle Feld? Genau eigentlich die Dinge, die wir ja nicht haben wollen. Und das universelle Feld, das Universum, welchen Namen wir dieser Energie auch immer geben möchten, sagt einfach immer Ja zu uns. Das heißt mit anderen Worten, verstehe mich nicht falsch, es geht auch nicht darum, immer wieder neue Glaubenssätze aufzuspüren. Nur die Dinge, die in deinem Leben gerade sind, sei es beruflich, privat, gesundheitlich auch, es spielt immer alles ineinander, die sind ja entstanden, weil du bis eben, bis gestern, vorgestern Dinge gedacht hast, Dingen Energie gegeben hast und das Universum sagt, okay, du denkst an Mangel, schicke ich dir mehr davon. Du denkst an, dass etwas nicht funktioniert, schicke ich dir mehr von den Dingen, die nicht funktionieren. Du denkst, du bist nicht einzigartig und großartig, du kannst nichts Besonderes, dann schicke ich dir noch mehr Beweise dafür, dass du das mehr glauben kannst. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Sobald du das wirklich gemeistert hast, dass in dir zu festigen, was du wirklich glauben möchtest, weil nach deinem Glauben wird dir geschehen. Das ist eines der Naturgesetze. Das können wir nicht aushebeln, genauso wenig wie wir das Gesetz der Schwerkraft aushebeln können. Nach unserem Glauben, nach unseren Sätzen, die wir glauben, ja, sagt das universelle Feld immer ja. Und darum geht's, stabil tagsüber die Energie zu halten, entsprechend dem, was du wirklich glauben möchtest, was dich also dahin bringt, wo du hin möchtest. Und das ist die Challenge dabei. Und das ist ja nicht die einfachste Challenge, wenn man dann wirklich gerade sich in Situationen befindet, die man überhaupt nicht prickelnd findet. Aber gerade da ist es umso hilfreicher und wichtiger, sich damit zu beschäftigen, was hat es bis eben in mir geglaubt? Was will ich jetzt ab jetzt wirklich glauben? Und dann auch tagsüber stabil in dieser Energie zu bleiben und nicht immer wieder zurück zu switchen in diese alte Energie, dass irgendwas nicht funktioniert. Und im Hinblick auf die Gesundheit, auf gesundheitliche Themen, in meiner Welt, es gibt so einen schönen Spruch, geh du vor, sagte die Seele zum Körper, auf mich hört er nicht, und der Körper
schickt uns dann Disharmonien in Form von, man könnte es auch als Krankheitssymptome bezeichnen oder so die Dinge, die wir dann vielleicht mit zunehmendem Alter als normal halten. Das ist halt so. In meiner Welt kommuniziert die Seele, je weniger wir auf sie lauschen, je weniger wir unserem Herzen folgen, umso mehr kommuniziert sie über den Körper mit uns und nimmt den Körper im Grunde genommen zu Hilfe, schickt uns Disharmonien, womit sie uns aber nicht bestrafen möchte, sondern uns darauf hinweisen möchte, hey, schau hierher. Da gibt es Disharmonien in deinem Leben, wo du mehr Energie gibst, als du bekommst, wo du Dinge machst, die nicht wirklich dir selbst entsprechen, die dich morgens nicht voller Freude und Leichtigkeit aus dem Bett hüpfen lassen, die du einfach nur machst, vielleicht sogar des Geldes wegen, die überhaupt nicht dir selbst entsprechen. Korrigier das bitte. Und sobald wir uns mehr und mehr erlauben, wirklich unserem Herzen zu folgen, den Impulsen, die wir aus unserem Herzen bekommen, denen zu folgen und stabil unser Glaubenssystem darauf ausrichten, auf die Dinge, wie wir es wirklich haben wollen, dann geschehen diese wundersamen Dinge, wo sich so viele Türe und Tore öffnen und ja, plötzlich, wie aus Geisterhand zum Teil, nicht unbedingt von einer Sekunde auf die andere, aber wo sich so wundersame Dinge ergeben und man merkt, ja, jetzt geht's in die andere Richtung und zwar stabil. Und das hat alles damit zu tun, dass wir tagsüber bewusst das glauben, damit auch denken und fühlen, was wir wirklich haben wollen. Im Grunde genommen so einfach die Challenge dabei ist, es zu machen, es stabil zu machen und deshalb hier nochmal der Reminder an das Glaubenssystem, da mal zu schauen, wo darfst du da noch stabiler in eine andere Richtung denken. Wenn du noch mehr dazu wissen möchtest, schau dir auch gerne mein kostenfreies Videotraining an. Du findest in der Nähe von dem Video den Link her. Da teile ich auch noch ganz drei essentiell wichtige Learnings mit dir, die du auch einfach umsetzen kannst, die dir dann auch noch zusätzlich dabei helfen, deinem Leben wirklich die von Herzen gewollte Richtung zu geben. In diesem Sinne, vielleicht sehen wir uns gleich im Videotraining. Bis dahin, ciao, ciao.